Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Polarfuchs und das hier wird ein Let's Play Together World of Warcraft mit der Wüstenhöhlen. Auch ich begrüße euch alle ganz recht herzlich bei diesem Let's Play Together. Ja, wir haben uns für World of Warcraft entschieden, weil wir das Spiel beide schon seit Jahren spielen. Und wir dachten, wir könnten das auch mal anderen Leuten wieder näher bringen. Ja, hast du noch was da hinzuzufügen? Nee, nicht wirklich. Glaube ich zumindest. Das Spiel ist ja so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Ja, das ist schade. Aber wir fangen einfach gleich mal an. Ja. Damit wir nicht irgendwelche Vorfälle noch wieder haben. Nee, werden wir nicht. Verstehst? Ja. Gut. Oh, ja. Um das nochmal zu sagen, nochmal alleine, Cut. Wir wiederholen. Nein, Scherz. Wir wiederholen uns. Genau. Sie ist ein Paladin und ich bin eine Schamanin. Wahrscheinlich haben die meisten das schon erkannt, aber man ist es ja nicht schlecht, das mal zu erwähnen. Ich werde wahrscheinlich auch Verstärker und Heilungsskill. Auf was gehst du? Erstmal auf Tanky. Und danach, gucken wir mal, ob ich ja noch auf Heilung gehe oder ob ich dann auf Vergeltung. Ja. Das entscheide ich dann mal ganz spontan. Das überlasse ich auch ganz dir. Aber am Anfang werde ich erstmal auf Tank gehen. Ja, finde ich gut. Ich werde wohl für den Anfang auch erstmal auf Heilung gehen, damit das auch ein bisschen flottikarotti hier geht. Ja, weil sonst quengel ich rum, der Heiler ist scheiße. Ja. Das wird so oder so kommen. Ja. Wir meckern ab und zu mal zur Warnung. Information. Ja, Information geht auch. Ja, vielleicht machen wir Berufe. Vielleicht auch erst später. Das ist doof. Je nachdem, wie wir Lust haben. Ja. Ja, jetzt bin ich voll aus dem Konzept gebracht irgendwie, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ja. Gut. Ich weiß auch jetzt nicht, warum ich den angreife, aber. Ja, habe ich mich auch gerade gefragt. Ich bin sowieso gerade ein bisschen verwirrt. Ja, du wolltest was wegen Berufe sagen. Wir werden vielleicht Berufe machen, wer weiß. Ja. Wir schauen dann einfach mal. Auf jeden Fall versuchen wir euch hier zu zeigen. Ja, einfach ein bisschen Spaß zusammen haben. Genau. Ja. Ihr könnt uns auch gerne auf irgendwas hinweisen, ob wir es dann nachher sagen, ja, wir setzen es um oder nicht, das ist dann uns überlassen. Genau. Gut, wir haben die Quest schon fertig. Ach echt? Oh. Ja, das Anfangsgebiet wollten wir jetzt auch erstmal schnell durchhaben, weil wir hatten schon mal eine Probeaufnahme und ja. Das Anfangsgebiet ist meiner Meinung nach ein bisschen langweilig. Ja, so nach dem 50. Mal kann das vorkommen, dass das ein bisschen langweilig wird. Ein bisschen, so was. Pala benutzt Kette, ne? Ja. Und dann später Platte. Genau, und ich erstmal Leder und dann später Kette. So. Den klauen wir uns nichts. Da ist eine Quest und dann können wir auch noch eine gleich abgeben, ja, würde ich sagen. Gerne. Boing. Oh. Jetzt zeigt er mir natürlich meine doofe Stoppuhr nicht an. Ja, das Glück ist immer mit uns. Ja. Immer öfters? Immer wieder. Die wollen dich jetzt nicht singen hören. Entschuldigung. Ja. Es könnte mal sein, dass wir ein paar Aussetzer haben. Oder durcheinander reden, wie gerade eben. Jeder Tag ist ein Segen. Ich hoffe, das ihr stört euch nicht immer. Ja. Haben ja sonst keine Freunde. Ja, außer die auf Facebook. Ach nee, das sind ja wieder andere. Ich kenne sie eigentlich gar nicht. Ich habe sie gerade zufällig hier getroffen. Sag ich ja, Facebook-Freunde, ne? PC-Freunde. Ja. Quasselt mit uns so komisch hier. Oh, schon wieder Quest 2. Oh, Level 2. Können gleich wieder umdrehen. Ja, weil wir Level 2 sind. Oh, guck mal, das ist so ein Mojo Sturmbräu wieder. Mhm. Wie machen wir das? Was? Quest vorlesen, nicht vorlesen.
Ja. Je nachdem, wie wir lustig sind, würde ich sagen. Gut. Die Aufgaben können wir ja auf jeden Fall mal durchlesen, falls ein paar Analphabeten zuschauen. Entschuldigung. Ich werde gerade voll freundlich, merke ich. Nein, ich denke, wir machen jetzt unberechenbare Mutanten. Ja. Ja. Und ich wollte gerade sagen, wo rennt sie denn jetzt hin? Und rettet die Überlebenden. Ja, den kann man ja nebenbei tun. Genau. Und... wenn ich es dann angeklickt kriege... Achso, okay, die... Den da. Quest können wir erst mit Level 3 machen. Genau. Genau. So, dann laufe ich mal. Da lauf du mal. Ja, du... Die brauchen wir? Ach ja, die brauchen wir. Ja. Lotti Karotti will ich sagen. Ja, was? Was ist ein Spiel? Das habe ich früher immer gespielt. Lotti Karotti, ich auch. Ja. Ich hab's geliebt. Ich fand das so lustig. Ich habe mich aber immer aufgeregt, wenn ich nicht gewonnen habe. Ja, das kenne ich. Oder wenn mir ein Hase in ein Loch gefallen ist. Oh, das war mies. Das hat mich jedes Mal wieder aufgeregt. Wo rennst du hin? Ich hab nur den wieder belebt und so. Ja. Ich such grad die Mutanten. Da ist noch einer, hier ist auch noch einer. Zicke zacke, zicke zacke, hoi. Ach ja, und genau, ich habe hier Schadenmeter an oder Damage Meter oder wie ihr auch diese Karotten nennen wollt. Ja, habe ich auch an. Ich versuche mir gerade so ein bisschen die Schimpfwörter abzugewöhnen. Also Scheiße ist ja nicht unbedingt ein Schimpfwort, aber nicht unbedingt hygienisch. Nee, also wenn hier so kleine Kinder zugucken, das Wort darfst du erst später sagen, ne? Ja, eben. Deswegen, aber so. Naja. Ich lasse das an, zeige auch gerne, aber sobald bald Kommentare kommen wie du machst gar keinen Schaden oder Mijiro macht keinen Schaden oder der Hans-Peter von nebenan macht keinen Schaden, dann... Ja, vorbei, ne? Gibt's Ärger mit mir. Gut. Man kann uns gerne darauf hinweisen, ihr könntet so und so skillen, ihr könntet so und so euer Damage verbessern, ist alles kein Ding. Genau. Berücksichtigen wir. Lesen wir uns durch und dann müssen wir immer noch selber entscheiden. Eben. Wir können abgeben. Ja, wir rennen hier aber gerade sonst wo lang. Ja, ich merke das auch schon, wir laufen und laufen und irgendwie. Ja, wir wollten denen noch so ein bisschen die Gegend zeigen, wo wir gleich hin müssen. Ja, eben. So ein bisschen. Ja. Also sonst sind wir eigentlich immer freundlich und nett und lieb und fürsorglich und wahnsinnig liebreizend und... Oh ja. Ja. Wir sind richtig lieb, also... Und PvP wollten wir auch ausprobieren. Ich bin sehr schlecht darin. Echt? Aber, ja. Guck mal, da wird gerade wieder was bestimmt, wovon ich gerade nichts wusste, aber okay, ja. Gut, ja, können wir gerne. Ja, gesagt, wir wollten alles ausprobieren. Cool. Ja. Ich weiß, du hast schon wieder die Hälfte davon nicht mitgekriegt. Nee, hab ich auch nicht. Wir machen auch nichts alleine, wir machen soweit. Wir wollen eigentlich jedes kleine EP-Putzelchen gleichmäßig haben, weil sonst ist irgendwie doof. Wir machen auch, habe ich jetzt mal gerade ganz zufällig beschlossen. Da ist es wieder. Ich beschließe und dann ist es doof. Wir können ja offline nochmal darüber diskutieren. Mijiro muss mitziehen, ob sie will oder nicht. Deswegen sage ich das auch während der Aufnahme und nicht dahinter. Dunkelmond-Jahrmarkt. Wenn ihr nicht wisst, was es ist, werdet ihr es später wissen. Oder ihr googelt es einfach. Das habe ich beschlossen, machen wir... Überfordert sie nicht so doll. Ja, sorry. Googeln könnte auch schon überfordern. Ja. Und, irgendwas wollte ich noch. Genau. Die Festtage hier. Als nächstes ist Winterhauch irgendwas schnipselig. Sowas werden wir auch machen. Jetzt vielleicht noch nicht mit unserem Level, weil ist so nicht ganz einfach. Aber später werden wir uns das wohl nochmal zu Gemüte führen. Was meinst du? Ja, können wir gerne tun. Also, damit wir es einmal gezeigt haben. Ich habe zwar schon alle Erfolge davon, um das jetzt nicht zu prahlen oder so. Aber...
Guti. Noch irgendwas? Nee, ich glaube nicht. Blumen sammeln. Ja. Und töten? Ja. Kaboom. Unsere Stimmen sind beide momentan nicht ganz so prickelnd, weil wir ein bisschen krank sind und irgendwie auch nicht und dann doch wieder ein bisschen krank. Hä? Ja, also ich zumindest. Du hast ja auch eben gehustet, deswegen. Ja. Wir werden uns das Husten auf jeden Fall mal versuchen zu verkneifen. Wenn es nicht geht, dann werden wir so. Ja. Dann werde ich lauthals ins Mikrofon röcheln. So wie ich das auch sonst immer mache. Na? Gut. Ja. Ich glaube, ich muss später den Spielsound leiser machen. Das ist irgendwie ein bisschen laut hier. Ja, bei dir vielleicht. Ja, es ist auch bei mir. Ja, meine stöhnt ja gerade rum. Ja, das höre ich nämlich auch gerade voll. So. Laut. Wenn ich jetzt mal so beurteilen dürfte. Sie hat ein Kleid an. Sagen wir so ein Kleid. Und ich habe da gerade mal so eine Hose. Ja, und so ein schönes Oberteil, wo man denkt, ja, schön. Ja, na? Ja, als so wie man. Das stimmt. Sie sammelt in der Zeit Blümchen. Ich töte die Blümchen hier. Oh. Du Pflanzenmörderin, wie kannst du nur? Ja. Yeah. Ja. Entschuldigung. Ach ja. Am Anfang ist das noch alles schnödes Geballere und. Da tötest du eigentlich nur relativ und da rennst du zwar von A nach B, was du sonst auch tust, aber du hast dann nachher schönere Landschaften, die du erkunden kannst. Ja. Wir versuchen auch nicht zu viel zu leveln mit Innis, sondern mit verschiedenen Sachen, nämlich auch mit Quests und verschiedenen Questgebieten. Ich wäre fertig, du nicht, okay. Warum? So, weil das ich wahrscheinlich bestimmt irgendwo einen nicht aufgesammelt habe. Ja. Jetzt aber. Ist ja nicht so schlimm. Wollen wir jetzt mal diese Nisteldinger da machen gehen? Ja. Oder noch. Einen noch töten, dann sind wir Level 3. Einen noch töten. Weil mir uns fehlen noch 3 EP-Punkte. Oh, das ist nichts. Das machen wir nochmal fixi. Der will nicht sterben. Nee, der wollte nicht. So, sagen wir mal, ich habe jetzt mein Siegel der Befehle bekommen. Wollen wir den erst machen? Also du machst dann deinen anderen Schlag. Genau, dann machen wir erstmal die und geben die anderen beiden Quests ab. Genau. Und dann können wir die. Dann gehen wir zu den Mondkindern. Immunisierung und die Macht des Lichts. Nee, das ist ja jetzt. Ja. Ja. Und die Ersatzteile, genau. Da war's. Jupp. Jupp. Das machen wir. Wahrscheinlich werden wir jetzt nicht so weit kommen, aber ja. Gut. Lalalalalala. Was ich auch gut finde, weil wir ein Let's Play Together machen, wenn man WoW alleine macht, dann hat man nicht so viel zu bequatschen. Quatschen, finde ich. Quatschen. Ja, ja, das gut. Stimmt. Das muss man nur so Sprache. Ausgerutscht. Weißt du, ja. Die ist an mir ausgerutscht. Deswegen. So finde ich das angenehmer. Ja, jetzt nimmt sie den ich gerade nehmen wollte. Aber okay. Ja, du hast mir den vorher mal geklaut. Da lass ich es auch mal. So, ich bin fertig. Ehrlich? Ja. Oh, ich muss warten, bis die dumme Abklingzeit vorüber ist. Ich brauche das Ding doch nur einmal angreifen und dann hat das ja schon Heidi-Schaden bekommen. Ich muss das dreimal draufklöppeln. Als wüsste ich nicht, wie man da auf den Knopf drückt. Naja, bei einigen ist es ja wirklich so, die wissen nicht, wie man das spielt, dann machen sie alles mit. Traurig. Also man kann da hier auch Tipps eingestellt haben. Was willst du bei meinem? Ja, ich habe das auch gemerkt. Bin ja weitergelaufen. Einige haben ja auch Tipps eingestellt, wo ich dann jedes Mal denke, Leute, das Spiel ist nicht schwer. Ihr rennt mit WASD, drückt da die Zahlen. Ihr seht ja die Zahlen. Man kann sogar mit den Pfeiltasten laufen. Ja, man kann auch mit den Pfeiltasten laufen, aber dann würde ich mir jedes Mal meine Hand verkrüppeln. So habe ich früher gespielt. Ja, ich auch. Ganz am Anfang. Ganz am Anfang, ja. Weil ich nicht wusste, wie das sonst geht. Aber jetzt. Ich wusste es schon, nur ich dachte nur, wer spielt denn so? Und heutzutage denke ich mir, wer spielt so da, mit Pfeiltasten? Noch da. Also die drei machen wir jetzt. Ich bin erstmal für den Kristall.
Ja, da renne ich doch jetzt gerade hin. Upala, ein bisschen krumm gesprungen, aber gut. Ja. Zack. Aber heutzutage brauchst du ja schon fast gar nicht mehr selber laufen. Weil ja. du so eine Maus dafür hast zum Laufen. Ja. Die einigen, also die professionell sowas spielen. Ja. Wir sind ja keine Profis. Nee. So, den haben wir. Und dann rennen wir gleich weiter, ne? Ja. Einfach hier rüber. Oh Mann! Ich hab jetzt ein Ohrwurm von so einem Weihnachtslied. Das kann ja irgendwie auch nicht angehen. Kann man auch schon denken, von welchem? Last Christmas? Ja, auch. Ja. Ich hab grad so viele im Kopf. Du hast immer vieles im Kopf. Ja, der ist so voll. Geht gar nicht. Guck mal, da kommt sogar noch einer. Ja, voll nett, ne? So, dann machst du den. Ja, da links ist auch noch einer. Dann nehme ich den. Hier hinten, wo ich renn drin, ist noch einer. Hier ist sind sogar einer. Zwei. Ja. Ach, mies. Glaubt ihr mir den? Wie viel hast du jetzt eigentlich? Vier. Gut, ich auch. Da kommt uns einer entgegen, den wir töten könnten. Ja, aber... Ich renn nach da oben, ich renn hier oben das Ersatzteil holen. Hier ist auch so ein Bärchen. Also Mondkind, was auch immer. Aha, aber hier ist diesmal keiner, okay. Jetzt fühle ich mich verarscht. Ich muss jetzt aber was loswerden. Oha. Und zwar jetzt. Ist dieser Part leider schon vorbei. Was? Ja, deswegen... Dann müssen wir einen Cut machen. Genau, und deswegen sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und ich sage, ja. Bye-bye. Auch von mir, bis zum nächsten Mal. Bye-bye.